Lautes Wasser hinter schlagendem Glas, Perlen aus dem Erzähl bis früher mal war tiefes Blau, das hier und jetzt verschwebt. Ein junger Schatten zeigt sich gegenüber, mal seh ich und mal wird es dunkel. Wir wollen, dass man sich gut.
sie sind, das kümmert der Rest. Ja, nur alles gibt unter der Erde versteckt. Politiker hetzen und hört sich gering. Ihre Worte sind wie Öl, sind ins Feuer geben. Man hat die Zeit, denn wir haben die Stadt hier, das Planeten nicht im Sterben sehen. Man hat die Zeit, denn wir haben nicht kapiert, dass die Zeit sind die Hände weg. Thank you.
Guten Abend. Guten Abend, liebe Freunde hier in Bremen. Guten Abend und herzlich willkommen. Es ist wunderbar, euch zu sehen. Erwartungsvolle Gesichter, was machen die Jungs heute Abend hier auf der Bühne? Wir haben uns ja schließlich sehr lange nicht gesehen, leider. Aber jetzt ist es endlich soweit. Wir stehen oder beziehungsweise sitzen. Wir stehen und sitzen uns gegenüber. Wenn ihr diesen Zustand irgendwie verändern wollt in den nächsten zwei Stunden, dann tut das, ja? Tut euch ganz fein an, Leute. Tanzt, singt mit. Wir gucken euch gerne ein bisschen zu, wenn ihr arbeitet. Ja. Und außerdem macht das wirklich Spaß. Ich freue mich total mit mir und meiner ganzen Band, dass wir nach 2,5 Jahren Abstinenz endlich wieder oben auf einer schönen Bühne stehen dürfen und für euch Musik machen. Und ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt mit den Dingen, die euch gefühlte 100.000 Stunden, Leute, haben wir drauf gewartet. Das mag vielleicht ein gewagter Übergang sein zum nächsten Song. Aber hier kommt 100.000 Stunden.
Dankeschön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ob ihr ähnlich empfindet. Wenn es einem nicht gut geht, wenn man nicht mehr weiter weiß, in solche Situationen, glaube ich, erlebt jeder von uns irgendwann, dann ist man froh darüber, wenn es eine Instanz gibt, an die man sich noch wenden kann. Über uns, um uns herum. Manche nennen sie Gott. Andere haben dafür eine andere Bezeichnung. Es ist eigentlich das gibt, glaube ich, für die Kinder. Unabhängig von Hautfarbe, von Religion. Es gibt eigentlich nur eine Instanz. Und ich persönlich finde es immer wahnsinnig befreiend und hoffnungsvoll, wenn man in solchen Momenten, die schwer sind, eine solche Zusprache halten kann. Größer als wir heißt es auch.
Eure Reaktion hat nämlich, dass einige zumindest ähnlich empfinden. Und das ist schön, wenn man einen Song schreibt, dann hoffen wir ja zunächst einmal ein bisschen etwas von sich selber preiszugeben, aber auch jemanden, der das Lied dann hört, damit zu erreichen. Vielen Dank, das war ein sehr schöner Abend. Vor zweieinhalb Jahren mussten wir unsere Tour nicht weit von hier in Berlin unterbrechen, weil unser lieber Ken von der Bühne gestürzt war und sich einen ganz komplizierten Bruch zugezogen hat. Ich kann euch sagen, er steht wieder da, wieder eins. Und jetzt können wir fortsetzen, was wir damals unterbrochen haben, nämlich ein Jubiläum zu feiern, zusammen mit euch. Unsere Tour stand unter dem Motto für immer jung. Wenn ich jetzt einmal so runterkomme, dann sehe ich lauter jugendliche Gesichter. Ich habe dir gesagt, das geht nach Haltung, nicht nach Jahren. Ja. Ihr amüsiert euch gut, jetzt schon, ja? Gut. Nein, das ist wirklich ein Vergnügen und wenn ich so mich daran erinnere, was wir damals veranstaltet haben, wir haben Fans gebeten, kleine Videoclips zu schicken. Einem Inhalt, der sich um für immer jung oder fürs Jungsein drehte. Und wir kriegten zauberhafte Zusendungen und haben das alles zu einem Video zusammengeschnitten, welches ihr wahrscheinlich, ich kann das hier selber nicht sehen, auf den Wänden über uns, wenn wir diesen Song jetzt spielen, wiedererkennen werdet. Und der eine oder andere, der vielleicht mitgemacht hat, wird sich darauf wieder sehen und sich hoffentlich auch freuen. Und alle anderen, ja? Alle anderen nehmen das bitte als Motivation, wenn wir das Ganze in 50 Jahren nochmal wiederholen.
fantastisch. Es ist so ein Vergnügen, euch zu sehen.
ist natürlich eine ganze Menge passiert, ich denke, bei jedem von uns. Es waren 2,5 Jahre, die sind auch in der Normalität wieder ein. In diesen 2,5 Jahren sind viele Belastungen auf uns zugekommen, aber auch gute Erfahrungen, die man gemacht hat, so zumindest aus meiner Sicht. Unser Radio ist kleiner geworden, das Abenteuer lag oft ganz nahe und man konnte sich der Familie mehr widmen, man rückte ein bisschen zusammen. Gar nicht so schlechte Dinge, die man vielleicht hinüberretten könnte, in einer Zeit, wenn dieser ganze Zinnober vorbei ist. Es sind aber auch tragische Dinge passiert und die haben wir versucht zu verarbeiten und in Lieder zu verpacken. Auf einem Album, das entstanden ist in der Zwischenzeit. Das heißt, soweit. Und einer der einschneidenden Augenblicke in meinem Leben, in unserem Leben, meine Partnerin von Henrike, meine kleine Tochter und ja, ist mein Sohn und ich. Wir haben unseren Vater verloren und das war sehr, sehr traurig, aber er hat uns eigentlich darauf vorbereitet. Er war der Stärkere von uns allen und er hat gesagt, die Natur ist so, man kann sich ihr nicht in den Weg stellen, diesen Weg gehen wir alle, aber auf irgendeine Art und Weise, die keiner wirklich kennt, da glaube ich zumindest dran, wird man sich wiedersehen. Wenn wir uns wieder
was ihr denn jetzt seht, ist ein echtes Wagnis. Ich setze mich an dieses Instrument, obwohl ich es eigentlich nicht spielen kann. Aber ich habe Pasco immer wieder darum gebeten, es zu tun, und er weigert sich. Er sagt, du hast dieses Lied geschrieben, dann würfel es auch selber aus. Und das werde ich jetzt auch mal versuchen, wenn es nach hinten losgeht, Leute, dann müssen wir das Ganze wiederholen. Wir haben ganz bestimmt viele Mamas und viele Papas da, oder? Ja? Es geht um unsere Kinder, denen ist ein Lied gewidmet auf diesem Album. Und es sollte daran erinnern, dass wir da sind, die Eltern da sind, weil die immer sie gebraucht werden. Kinder kommen oft in schwierige Situationen. Den richtigen Weg zu finden ist nicht immer einfach. Und dann ist es gut zu wissen, dass Eltern da sind, die sie stützen oder auffangen, wie immer ihr das ausdrücken würdet. Wann immer, das ist noch ein bisschen.
Dankeschön. Ich bin jetzt richtig erleichtert, wisst ihr das? War wundervoll. Ja, Dankeschön. Wir haben in der Pause auch noch etwas anderes gemacht und vielleicht interessiert das euch ein wenig. Wir haben ja einen kleinen Freund seit vielen Jahren. Er ist ungefähr so groß wie ich. Was gibt's dazu? Er begleitet uns seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren wird unser kleiner Freund. Ja. Von ihm ist eine Geschichte gewidmet, die wir erfunden haben, aber es ist auch gleichzeitig ziemlich realistisch. Es geht um die Rettung unseres schönen Planeten. Ich meine, jeder von uns lebt ja auf dieser Welt einmal. Diese Welt ist unser Zuhause, ist unsere Heimat und manchmal gehen wir mit ihr nicht wirklich gut um. Das ist lange. Wir erleben Erosion, Konflikte. Wir haben es zu tun mit einer enormen Veränderung unseres Klimas. Alles Dinge, die kommenden Generationen sehr belasten werden. Und wir hoffen ja alle, dass unsere Kinder, unsere Nachkommen, die folgenden Generationen hineinwachsen in eine Welt, die immer noch lebenswert ist. Und deswegen ist es so wichtig, alles zu unternehmen, um diesen Planeten. Das ist nicht drastisch, was ich sage, sondern ich glaube wirklich daran, dass wir an einem Scheidepunkt sind. Wir müssen was tun. Wir müssen jetzt wirklich etwas tun. Und deswegen haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, die damit zu tun hat. In der Geschichte kommt eine kleine Figur vor, die es vorher noch nicht gegeben hat. Sie heißt Lucy. Lucy ist ein Glühwürmchen. Und es geht ja auch um Energie und wie man damit umgeht. Und Lucy kommt aus der Zukunft und sie weiß wirklich über alles Bescheid. In der Zukunft hat man alle Probleme, von denen ich andeutungsweise jetzt gerade spreche, lange schon erledigt. Und es gibt keine Kriege, es gibt keine Diskriminierung, es gibt keine Konflikte. Dort scheint man alles verstanden zu haben. Und sie gibt allen Beteiligten, ich will es kurz machen oder kürzer, gibt allen zu verstehen, dass man die Kräfte bündeln müsse, um die Probleme von morgen zu lösen. Elektrizität ist eine Option. Wir spielen euch, wenn ihr Lust habt, jetzt ein paar Songs aus einem Album, das es noch nicht gibt, und gucken euch ein bisschen auf die Finger und in die Gesichter und sehen, was dabei passiert. Hier kommt Elektrizität! Macht mit! Elektrizität, Elektrizität.
das Mathe war uns reichlich schlecht. Doch was soll so ein Mann werden zum unser Weg lang zu putzen? Auch wenn Kraft wird in Strom verwandelt, da geht die Stadt und Grünen anders. Das ist die Mauer, die so viel in Bewegung bringt. Alle verbinden, damit wir nicht alleine sind. Sie rennt uns mehr, so dass ein Herz wieder schlägt. Und auf der Welt, da Licht könnte, um die Welt zu regieren. Und es gibt nur eine Macht, die in Frage kommt, weil sie größer, stärker und schöner ist als jede andere. Die Liebe. Die Liebe heißt Respekt miteinander. Die Liebe heißt gleiche Augenhöhe. Die Liebe heißt Empathie. Wenn auf dem Thron, der die Welt regierte, die Liebe säße, glaube ich, dann hätten wir viel, viel, viel mehr Probleme in dieser Welt. Königreich der Liebe heißt es jetzt. Und ich freue mich, dass wir eine großartige Künstlerunion haben, die mit mir zusammen jetzt dieses Lied für euch singt. Was es nur die Liebe hilft und Wunder.
Wunderschön. Danke, Lieder. Am Ende unserer Geschichte kommen alle zu der Überzeugung, dass es sich lohnt, alle Kräfte zu bündeln, alles einzusetzen und gemeinsam, und das kann man, diesen Hebel noch umzulegen, um die Welt zu retten. Die Welt ist wunderbar. So heißt der Song. Und das ist der dritte von diesen Tabaluga-Songs, bevor es dann mit ganz anderen Liedern weitergeht. Hier kommt's, die Welt ist wunderbar. Mach mit! Yeah.
lassen uns behalten hier, wenn es wunderbar. Lassen uns behalten hier, ja, lassen uns thank you.
Zeit da zu biken. Ich weiß, dass einige von euch diesem Hobby genauso freuen, wie ich das auch gerne mache. Und gerade heute Abend haben wir ein paar Freunde aus Hamburg da, die ich ganz herzlich begrüße. Mit denen verbinden wir uns genau diese Vorliebe für zweirädrige Spielzeuge, muss man sagen. Wir setzen uns jetzt ein bisschen drauf und fahren ins gelobte Land. Ich fahre noch vor, ich zurück.
euch, ich bremer nicht. Hab das sehr, sehr vermisst, wir alle hier oben. Und wir haben noch eine gute Zeit vor uns heute Abend. Thank you.
Dankeschön, liebe Freunde. Wir hatten ja einmal gehofft, dass man dieses Lied, wir spielen es gerne, wirklich, ist ja ein Lied, das man sehr, da kann man sich reinlegen, das kann man sehr gefühlvoll spielen. Trotzdem haben wir gehofft, dass man das Lied nicht so oft wieder spielen müsste. Aber die Umstände, die dazu geführt haben, dass es entstanden ist, damals die Aufrüstung in den 80er Jahren, der Wahnsinn, der betrieben wurde, auf beiden Seiten, dieser atomare Mist, der angesammelt wurde, auch für den, gegen den Tausende, Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, um ihre Meinung kundzutun und zu artikulieren, dass das unsinnig ist, was da passiert. Wir hatten gehofft, dass das alles vorbei ist und Krieg, eine Auseinandersetzung mitten in Europa vor dem Hintergrund von zwei Weltkriegen, die Elend und Zerstörung mit sich gebracht haben und irgendwie scheinen zivilisierte Nationen, manche zumindest, es nicht kapiert zu haben. Sie glauben, die Lösung zu sehen in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Aber wir alle hoffen natürlich, dass irgendwann diese Parteien, auch wenn viele Gräueltaten passiert sind, die tiefe Wunden hinterlassen haben, irgendwann mal die Bereitschaft da ist, jetzt endlich sich mal an einen Tisch zu setzen und miteinander anzufangen zu reden. Die Waffen sind keine Lösung. Und unsere Möglichkeiten, die wir haben als Musiker, sind es, rauszugehen und unsere Meinung kundzutun in Liedern und damit Verbindung zu schaffen zu euch und zu einer Mehrheit, die dann irgendwann mal als Kraft vielleicht etwas bewirkt. Wir gehen zurück, ich hatte es euch versprochen, an den Anfang. An den Anfang 1970 war es. Ja. 1970, also wahrscheinlich so eine Zeit, als die meisten von euch noch gar nicht geplant waren. Ja, ja, wenn man da so runterguckt, ja. Alles sehr jugendliche, energetische Menschen. Und mit diesem kleinen Lied begann eigentlich eine wunderbare Reise. Es ist wirklich so, dass etliche von euch, und wir begegnen ja jeden Tag, wenn wir irgendwo spielen, neuen Gesichter, neuen Menschen, etliche von euch waren bereit, mit uns zusammen diese Reise zu unternehmen. 50 Jahre sind vergangen, über 50 Jahre. Das ist eine große Ehre für uns, dass einige der Fans das alles mitgenommen haben, diese ganze Zeit. Also, versenkt ein bisschen in ein Lied, in einen Schmachtfetzen. Ja. 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 Es ist ja ein Lied, das man ja nur mit begrenztem Ernst singen kann. Die Versprechen, die da passiert sind. Aber lasst uns das Ganze nicht vertiefen. Hier kommt du!
Leute, vielleicht ist das, hat diese alte Schicht immer zu viel Spaß, ihn zu spielen. Und der hat die ganze Zeit überdauert und es macht wirklich ein großes Vergnügen, so zu swingen und ein bisschen zu improvisieren. Das ist bei dem Song wirklich der Fall. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle, das mache ich sehr gerne, unsere kleine Großfamilie hier oben vorstellen. Für diejenigen, die Quereinsteiger sind und jetzt zu uns kommen. Ich beginne mit Mr. Rock'n'Roll, Kaka an meiner Gitarre. Wenn es um richtige Heavy Metal Licks geht, um Gitarren, die richtig satt hämmern, dann ist er der richtige Mann dafür. An der Gitarre aus Hamburg, Peter Keller! Besonders versteht man sich auf schöne Gitarren-Sounds und auf schönes Gitarrenspiel. Und er ist ein Meister seines Fachs. Zuletzt zu uns gestoßen, aber das ist sehr schön und ich hoffe, dass viele Jahre was werden an der Gitarre. Jamie Myers! Sein Vater ist wirklich ein meisterhafter Keyboarder. Und wir haben viele Jahre zusammen gespielt und dann passiert eines Tages Folgendes. Da kam so ein kleiner Junge daher und Schanko sagte, der wird jetzt in meine Fußstapfen treten und bei euch einsteigen. Das war vor vielen, vielen Jahren. Seitdem sind wir zusammen auf der Bühne. Pascal Kavitz hat den Piano! Das ist prima, Pascal. Ja, die schöne Stimme, liebe Freunde, kommen hier so von unseren jugendlichen Musikern. Ja, das ist so toll. Charlie Krauser! Und Linda Tavazou! Ist auch etliche Jahre jetzt festes Mitglied in unserer Gemeinschaft. Er spielt ein wunderbares Saxophon, aber eben nicht nur das, sondern auch Blues und etliches andere mehr. Liebe Freunde, Saxophon, Frank Meach! Und so eine Stütze ist wie ehemals und immer wieder. Aber Ken Taylor! Ja.
fühle ich mich oben. Ohne ihn würde das nicht gehen. Länger als mit jedem anderen zu haben, hier oben auf der Bühne, habe ich das Vergnügen, die Bühne zu teilen. Am Schlagzeug, Bertram! Jetzt kommt ein Lied, bei dem ihr vielleicht Lust habt mitzumachen. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Aber noch viel länger. Es geht so.
Hanse bei euch? Bleibt noch Hanse bei euch. Das tut ihr jetzt erst so zu sehen. Ja. Mann. Okay, wir fangen von vorne an. Warte, wir haben immer noch Sommer, richtig? Ja. Und das ist doch ein guter, richtig wahr. Möglicherweise guter Ansatz. Für das nächste Lied. Ja, ziemlich. Ein Lied für alle 16-Jährigen. Ein Lied, das einen kleinen musikalischen Bestandteil hat, den Peter Keller so meisterhaft spielt. Würdet ihr uns bitte einen großen Gefallen tun und diese musikalische Sequenz anzustimmen, ja? Ich zähle jetzt ein bisschen. Weißt du, was kommt? 1, 2, 3. Überwältigend. Unfassbar. Das kommt in diesem Lied ein paar Mal vor. Und ich gebe euch vielleicht, wenn ihr einverstanden seid, zur Orientierung ein Zeichen, wann das kommt. Ja? Damit das nicht irgend so ein kleines Durcheinander gibt. Also, unser holländischer Freund. Thank you.
Das ist so steil hier, kann man niemanden stehen und da auf guten Panne. Soll ich schwindlig da auch? Hier unten kriegt man eine Genickstarre. Beeindruckend. Leute, Freiheit. Wir haben heute ein paar Mal schon dieses Thema, diese Thematik angesprochen. Freiheit ist etwas, was wenige Menschen auf der Welt wirklich in freien Zügen ausleben können. In vielen Teilen der Welt ist persönliche Freiheit gar nicht machbar. Ein eigenbestimmtes, selbstbestimmtes Leben zu führen, ist ein unheimlich hohes Gut. Manchmal übersieht man die Bedeutung von Freiheit. In unserer Gesellschaft, wir leben Gott sei Dank in einer freien, Gesellschaft, in der jeder seine Meinung artikulieren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass er dafür Repressionen ausgesetzt ist. In unserer Gesellschaft ist das machbar. In vielen Teilen dieser Welt, wie gesagt, geht das nicht. Und deswegen müssen wir alle Kräfte, die wir haben, einsetzen und dort Gewicht verleihen, Bemühungen, Menschen zur Freiheit zu verhelfen, wo sie nicht vorhanden ist. Freiheit, ich meine, als unser letzter oder vorletzter Song, mit dem wir uns schön langsam von euch verabschieden. Und wenn ihr Lust habt, dann macht ihr mit. Hier kommt Freiheit, ich meine.
zusammen vor mir. Wir sehen. Oh.
Alles Gute.